So, es ist wieder Zeit für Let's Play Guild Wars Factions und wir waren hier stehen geblieben bei Meister Togo. Und Meister Togo, mit dem sollen wir reden, um nach Zendaijun zu kommen. Und in Zendaijun ist halt das Niveau schon etwas höher und darum werden wir jetzt mit ihm reden. Es ist wirklich wieder eine Mission, diesmal einige schwer und ich habe schon der letzten rumgefehlt. Aber es lag in der Gruppenkonstellation, weil ich diesen dummen Jun mitgenommen habe. Also er ist wirklich schlecht. Willkommen, Neuling. Euer Großmeister lässt durchblicken, dass ihr gute Fortschritte macht. Das freut mich. Ja, gehen wir jetzt mal hin. Gut gemacht. Ich glaube, wir haben endlich die Ursache der Pest hier in Zendaijun entdeckt. Wenn ihr bereit seid, das Tal zu betreten, spricht mit Bruder Hanjui und er wird uns durchlassen. Okay, dann sprechen wir mal Bruder Hanjui. Und ja, mal gucken, was er uns zu sagen hat. Oh je, Wetter reißt nicht in das Tal. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört. Aber eine grässliche Seuche hat das ganze Tal befallen. Viele von uns, die dort leben, mussten fliehen. Es war schrecklich. Einfach grässlich. Dwayne schützt uns. Wenn Meister Togo eure Fertigkeit vertraut, müssen wir es auch. Gebt mir Bescheid. Wenn ihr in Sicherheit seid, dann können wir ins Tal aufbrechen. Jo. Wir helfen ihnen jetzt. Wenn Meister Togo glaubte, dass ihr die befallenen Kreaturen, die das Tal heimsuchen, vernichten könnt, dann glaube ich das auch. Wann hat sich ein Meister jemals geirrt? Niemals! Soweit ich weiß, jedenfalls. Ich flehe euch aber an, seid auf der Hut. Viele von meinen Mitbürgern sind bereits gestorben. Und ich würde es nicht ertragen, wenn die christliche Pest noch mehr Leben fordern würde. Gab es noch etwas, worüber ihr sprechen wolltet? Ja, wir wollten da rein, haben wir auch gesagt. Und dieser Typ hat echt eine komische Stimme. Also habe ich dir echt schon eine komische Stimme gegeben, muss ich ja sagen. Aber ist halt, das macht das Ganze anschaulicher. Man muss ja ein bisschen variieren hier. Ich kann ja nicht immer die Meister Togo Stimme so. Aber jetzt kommt erst eine Sequenz. Viel Spaß. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Was war das? Ich weiß es nicht, aber was es auch war, hoffen wir, dass es nicht lange leiden musste. Seid wachsam. Wer weiß, welch üble Dinge uns drinnen erwarten. Wie Minister Cho. Das, was meinen alten Freund befallen hat, breitet sich aus. Wir müssen diese Sache ergründen. Kommt! Ja, da habt ihr es gerade gesehen. Aber ich finde, sehr mysteriöses Intro. Erstmal macht sich ja hier diese komische Seuche breit, oder man weiß auch nicht, was es wirklich ist.
Und ja, die Ochsen wurden auch langsam so ein bisschen komisch. Und natürlich auch dann die Menschen, die da waren. Und auf jeden Fall konnten wir dann die Befallenen, die uns angegriffen haben, konnten wir einfach wegstehen. Das fand ich ziemlich lustig immer. Sie griffen zumindest der Assassine richtig an. Und Meister Togo und wir konnten halt einfach die wegstehlen. Mit einem Stab. Also können nicht allzu stark sein, sind sie, aber es wird die schwerste Missy. Naja, für den Anfang halt auf der Insel. Naja. Also es ist schon wirklich nicht einfach für den Anfang. Und wir haben jetzt auch mehr Auswahl. Nehmen Tau und Silverfrill mit als ja, Krieger, also als Tank. Wo wäre es so geil, weil er Geister machen kann, so, weil sie Minions beschwören kann. Also ist schon ein Minomaster. Und wir nehmen natürlich Monk mit. Einer ist zwar eigentlich nicht genug, aber müssen wir uns jetzt mit abfinden. So, und jetzt wird es richtig interessant. Die wird kein Messer am Anfang nehmen. Panaku. Wir brauchen einfach Damage und Daumen noch Kaiying Erdgefolgsmann. So, jetzt hoffe ich mal, dass das perfekte Team. Nee, ich glaube ich. Na, ich weiß nicht so recht. Ich kann mich nicht zwischen Kaiying und Panaku entscheiden. Ah, Panaku ist cool, ist und Assa. Und wir haben nur einen im Nahkampf und darum werde ich jetzt tatsächlich Panaku nehmen. Ach, naja. So. Jetzt sind wir bereit für Zen Dai Jun. Kann ich sagen, das wird schon ein um einiges interessanter. Es wird jetzt der interessanteste Part bis jetzt in meiner Meinung nach. Togo muss überleben, findet die Quelle der Pest. So. Ich weiß nicht, ob ich es anlassen soll hier. Weil einer steht. Ja, ich muss es anlassen. Weil einer steht, muss ich sofort retzen. Also es geht schon um vieles hier. Sentai Jun wird vom Befallenen überrannt. Gut, dass ich hier bin, um euch alle zu beschützen. Ja, er ist wieder der coolste. Als Großmeister Wang ist, er wollte uns ja schon umbringen. In schwierigsten Zeiten versammeln, sich die Bewohner des Tals im Haupttempel im Westen. Dort sollen wir nach Yiyo suchen. Ja, der wurde ja weggeschickt und ja, jetzt sehen wir wahrscheinlich, wo er ist. Gucken, ob er noch überlebt hat. Aber hier sieht alles ziemlich schlecht aus. Und wir können, hat Meister Tu uns gerade auf hingewiesen, hier ist Violett, das macht uns eine Seuche Miasma. Ihr habt minus 5 Lebenspunkte in der Nation, das ist sehr schlecht. Aber es gibt ein Gegenmittel wie fast bei jedem Gift. Und das ist ein Zunra, den wir beschwören können, herbeirufen können, indem wir beim Schreien der Zunra die Glocke läuten mit einem Linksklick. Das sagt er ja auch, übernehmt die Führung, jo. Ich werde euch folgen und eure Fortschritte überwachen, ja. Jetzt haben wir einen Zunra, einen Mönch, Level 13, aber er ist hauptsächlich dafür da, um das Miasma wegzumachen. Und keine Angst, falls er sterben sollte, hier ist schon der nächste Zunra-Schrein und ihr könnt immer wieder machen. Einen neuen machen, so wollte ich sagen. Und er sieht schon sehr schlecht aus für uns. Da, Panaku. Naja, das ist jetzt eine normale Gruppe, wohl bemerkt. Und ja, der Damage von den Gegnern ist schon bemerkenswert. Wie man gesehen hat, Panaku war schon fast tot bei einer normalen Gruppe. Boah. Und es toppt sich hier noch. Da ist erst der Anfang. So. Ja, ohne hier, ohne, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Ach, hier steht ja. Professor Guy wäre mir jetzt echt aufgeschmissen, der Vereinigung und Erholung hat. Das ist wirklich guter Gruppensupport. Wir locken, wir befehlen jetzt die Helden dazustehen und locken die Gegner aus dem Miasma raus, da es wirklich nervig ist, da drin zu kämpfen, und es macht Damage für uns alle, und Togo muss ja auch überleben. Großmeister Wang eigentlich auch. Nee, der kann ruhig sterben. Am liebsten würde ich ihn sterben lassen, all dem, was er uns angetan hat. Aber was will man machen? Ach so, ich muss natürlich noch aufs X drücken, sonst gehe ich hier alleine weiter. Und ich habe Mist gebaut. Wir werden jetzt von 4, nee, von ganzen 6
Befallenen angegriffen und wir sind noch im Miasma gefangen. Und alle nehmen richtig harten Damage. Da sage ich nur eins. Professor Guy, mach bitte, bitte, bitte dein Erholungsgeist. Hat er natürlich auch aktiv und das ist gut. Wir haben ein Monsterauge gedroppt. Monsterauge ist ein seltenes Handwerksmaterial, was nicht allzu oft gedroppt wird von Monstern und darum ist es nicht schlecht. Ja, wir sollten jetzt... Ah, nee, hier erinnere ich mich noch an früher. Das ist ziemlich tricky. Wir sollten die jetzt nicht angreifen. Wir sollten sie umgehen. Nicht, weil ich Angst vor denen habe, weil sonst ist mir mal im Hard Mode passiert, dass ich die angegriffen habe und dann kamen sie in die Patrouillen von beiden Seiten und wir wurden gnadenlos, also ich wurde gnadenlos in die Ecke getrieben und vernichtet. Und wir können uns einen Weg aussuchen, sagt Großmeister Wang, und das ist meiner Meinung nach der schnellste und beste Weg. Der, ich habe auch die anderen noch nie ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich nehme den Wohlbekannten, weil ich mich hier ein bisschen noch auskenne. Es war einige sehr, wo ich das hier gespielt habe. Und naja, aber ich weiß noch so ungefähr, wie es hier abläuft. Und wir haben eine Monsterkau gedroppt. Das ist genau das gleiche wie für das Monsterauge, was ich eben gesagt habe. Gilt genau das gleiche. So. Nehmen wir mal das Geld an uns. Hey, wir wollen ja schließlich reich werden. So, ja, hier ist wieder Miasma. Sieht aus, als wenn da Fliegen oder so umherschwingen. Dann scheint das Zeug auch noch zu stinken oder so. Ja, sollen sie dort wohl ihren Müll hier liegen lassen. Hätten sie vielleicht auch eine Seuche. Mal ein Klo sich mal anschaffen, dass sie ihren Dreck mal irgendwie loswerden. Naja, solche Dinge halt. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Übrigens macht der Kieren eine Fertigkeit für uns alle. Segen des Kieren. Wenn ein Verbündeter in der Nähe eine Fertigkeit benutzt, wird er vom Zustand Miasma oder einen anderen Zustand gehalten. Das ist sehr gut, dass wir hier zum Beispiel Brand und dieses nervige Miasma wegkriegen. Also ist nicht ganz so schlimm, wenn wir drin stehen, aber es aktualisiert sich ja immer. Und das ist dann tatsächlich doch wieder schlimm. Und natürlich ist dafür gedacht, wenn das Miasma beseitigt wurde, dass man schnell davor abkommt. Wenn ich zum Beispiel einfach wieder Erstungsaura mache, um es dann sofort zu beseitigen. Dafür ist gedacht. Und ich finde die Schwester Tai, die macht sich schon einiges besser als hier. Unser anderer Monk. Hier sind übrigens die Ochsen, die sehen jetzt aus wie, ja, wie Opfer von Tschernobyl. Nur halt Tiere. Also ich finde es schon sehr strange. Allgemein sehen die aus wie Opfer von Tschernobyl. Teilweise natürlich, sind manche übertrieben. Die Befallene meine ich natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, aber weil die mich jetzt hier waren gerade anschaulicher und übrigens, wenn Befallene explodieren und ihr daneben steht, bekommt ihr Schaden, da die explodieren. Wie gesagt, ja, da sieht man immer diese Wellen. So ähnlich wie der Nekromantenzauber. Todesnova. Ich weiß jetzt nicht direkt, wie viel Schaden das macht. Da sehen wir es nicht allzu viel Schaden, aber wenn wir natürlich in einer Gruppe mit 6 Befallenen stehen und jeder explodiert, haben wir 30 mal 6 Schaden und erhofft sich das Ganze natürlich aus klein wie wir Daumen ist. Und am Anfang hat man natürlich nicht ganz so viel Leben und ja, kann das auch schon tödliche Folgen haben. Und vor allem für Panaku und Talon Silberflügel. Die müssen ja in den Nahkampf gehen und kriegen immer gleich sofort. Ja, sie kriegen die befallene Seelenexplosion in der Face. Und wir kassieren gerade schön Damage und sollten wir eigentlich vermeiden, aber wir sind gerade Fokus und wir müssen sie interrupten mit Meteor in your face, Nekromant. Übrigens, der Nekromant sieht genauso aus wie Minister Cho.
der Endgegner von Minister Chos Anwesen. Der ja auch ein guter Freund von Meister Togo war, bis diese komische Seuche hier mal eintraf und das Land verwüstet hat und das, ja, alles im Chaos hier gebracht hat. Ich habe erst gedacht, der sagt Arsch, aber es war nur arg. Ich in meine Assoziation hier. Weiß es nämlich gerade. Ich bin so aufgeregt, denn wenn wir bei der Brücke angelangt sind, dann kommt die härteste Stelle. Da scheitern die meisten Spieler. Und jetzt wird ich in sich, warum werde ich euch nur erklären, aber ich weiß, wie man es machen muss und falls ihr hier nicht weiterkommt, rate ich euch eins. Versetzt die Gruppe auf jeden Fall, bevor ihr die Brücke in Angriff nimmt. Die Brücke hat's einfach nur in sich. Da sehen wir Yiotan, der Schüler vom Meister Toru, der auserwählte Schüler, der hier im östlichen Teil Shingeas das alles erkunden sollte. Aber er wurde auch Opfer dieser Seuche. Und wir müssen ihn jetzt bekämpfen. Ich denke mal, es wird Meister Toru äußerst schwer fallen, seinen eigenen Schüler und ja, mit uns, also er und wir waren ja seine Lieblingsschüler, also wir sind es immer noch. Ja, und Yiotan musst du leider jetzt dran glauben. Und seht der Befall hat sie alle davor gefordert, selbst Bauer Xenio ist verdorben. Okay. Io hätte wissen müssen, dass er das nicht allein bewältigen könnte. Ja, hätte er, aber Toru hat ihn ja geschickt und es reicht, sagt er. Und ja, wir müssen jetzt seine letzte Ruhe beschaffen. Aber erstmal müssen wir ja auch die Mobs loswerden. Also es geht wie eigentlich, wenn wir gegen Io kämpfen und gegen Bauer Xenio, der die kleinste Bedrohung darstellt, also Gio ist wieder dieses große Problem und das ist der schwerste Gegner auf der Insel Shingir. Auf jeden Fall müssen wir erst die Mobs loswerden, sonst kriegen wir die noch im Nacken und das geht dann gar nicht klar. Aber Gio, warum er so schwer ist, wir müssen erstmal gleich die Gruppe verteilen, wie schon gesagt. Und warum er so schwer ist, werde ich euch jetzt sagen. Gio ist wie Meister Toru Ritualist und was nutzt Meister Toru? Ja. Er nutzt nicht nur Geisterbrand, er nutzt auch Geisterriss. Der OP-ste Skill am Anfang von Factions. Weil er macht einen super harten AOE-Schaden, der danach noch beschädigte Rüstung hervorruft. Allgemein zieht er schon richtig rein. Wir müssen jetzt versuchen, nicht allzu weit nach vorne zu gehen und wir werden jetzt sofort das in eine Face kriegen. In our Face. Den Zauber. Wir müssen versuchen, dass der den Geisterriss wastet und ihn in der Abklingzeit von Geisterriss sofort ausschalten. Da gibt es auch ein Problem. Wenn ich jetzt gehe, geht Meister Togo und Großmeister Wang, die geben mir halt nach. Der Zunra auch. Und gehen dabei wahrscheinlich drauf, wenn ich es nicht schnell genug mache. Um die ganze Gruppe nicht zu verlieren, lassen wir die möglichst weit weg. Aber wir dürfen auch nicht zu weit weg, weil sonst sind wir abgesplittet und wir failen auch. Ja, und da müssen wir ein bisschen näher ran mit der Gruppe. Und hier ist der Bauer Xenio, aber der stellt echt kein Problem dar. Meister Do rennt und wir müssen jetzt ganz schnell weg. Und der befallene Io macht nicht seinen Geisterriss. Er macht sein Geisteres auch nicht auf uns. What the fuck, den Fail. Oh, und durch den Geist der Erholung konnten wir es jetzt abprallen lassen. Und Panakurt richtig. Oh, der Xunra, der hat ein Geisteres. Oh, der Geisteres, er macht einen Scheißschaden. Und er macht auch noch einen Geist. Aber wir müssen jetzt erst den Yio-Fuchs. Und wir haben es echt geschafft. Ja, es sah jetzt wirklich leicht aus, aber durch diese Technik hier. Da geht es mit. Vor allen Dingen, wir müssen da erst den Geisterriss. Er fokust uns, wenn es richtig läuft. Der Geisterriss ist weg. Er wurde gewastet. Wir müssen ihn dann sofort fokussen und ausschalten. Und jetzt, das ist eigentlich das Ende. Und
Statt davon ist das Gebäude wohl von mir erstmal verschlungen. Sicherlich liegt dort die Quelle der Pest. Ja, aber das ist das geringste Problem, wollte ich schon sagen. Also es wird das geringste Problem hier in diesem Schrein oder was es ist. Also es ist wirklich gar kein Problem. Es sind zwar viele hier auch ein befallener Ritualist, aber es ist wirklich kein Problem gegenüber dem befallenen Hiyo, den wir richtig gut ausgestattet haben. Also es hat wirklich gut geklappt und da bin ich froh drüber. Also Zendaijung ging richtig gut, obwohl es eine schwere Missy ist. Glaubt mir auch, wenn es leicht aussah. Im Vergleich zu Minister Chos Anwesen, wo wir richtig gefailt haben. Oder ich richtig gefailt habe. So, und jetzt kommt die Sequenz. Ach nee, das ist nur der Abschluss. Wir haben sogar die meiste Belohnung, die mal eigentlich relativ ist. Doch es kommt noch eine Abschlusssequenz, glaube ich. Ja. Ich hatte gehofft, meine Augen würden dieses Symbol nie mehr erblicken. Meister? Was ist das? Das ist der Vorbote des Täuschers, das Zeichen der Bosheit, das Gildensymbol von Shiro Tagachi. Der Mann, bei dessen Tod der Wald zu Stein und das Meer zu Jade wurde? Eben dieser. Das verheißt Schlimmes für Kanta. Wir müssen zum Festland und zur Wurzel dieses Übels, bevor es... Naja, denken wir noch nicht daran. Ich habe eine Botschaft zu Mendo von Ascalon geschickt, einem ehemaligen Schüler von mir. Er wird sicherlich bald nach Kanta aufbrechen. Falls dieses Symbol ankündigt, was ich befürchte, könnten wir alle in großer Gefahr sein. Ich muss meinen Bruder in der Stadt Kaineng finden und ihn informieren. Ihr kommt nach und trefft mich dort. Sprecht wegen der Überfahrt zum Festland mit dem ersten Offizier Xiang. Er bringt euch sicher dorthin. Ja, wer ist dieser Shiro Tagachi? Aber es wird wirklich noch spannend hier in Guild Wars Factions. Oh, wir haben ein paar Sachen liegen lassen. Was haben wir jetzt? Erstmal, da Missy kann man zusammen wieder auf. Man kriegt es irgendwie auf magische Art und Weise. Ja, also es ist wirklich hier echt spannend. Wer ist dieser Shiro Tagachi? So. Wir sind wieder im Hafen von Saitung angekommen. Und ich weiß es gar nicht. Ja, wir müssten dann wieder zum Dorf zurück. Ne, müssen wir gar nicht. Das ist ein anderes, das ist ein Nebenquest, das ich aus Versehen angenommen habe. Ja, als nächstes würden wir tatsächlich zu den Docks gehen, mit ersten Offizier Xiang sprechen, um zum Festland zu kommen. Aber wir machen noch einige andere Dinge hier. Was das wird, erfahrt ihr im nächsten Part. Aber ich bin schon zufrieden, dass es gut geklappt hat und ich wünsche euch noch was. Schönen Tag noch, bis dann mal wieder.